Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben uns Donald und Goofy verraten. Wir haben unser Schlüsselschwert verloren und haben dadurch ein Holzschwert bekommen. Ja, wir haben nur ein Holzschwert hier. Guckt es euch an! Guckt es euch an! Guckt es euch an! Und ja, das Biest begleitet uns und wir sind in Hollow Bastion, um, ja, Kairi immer noch zu retten. Und Biest will das Biest retten, genau. Will Bell retten. Und ja, wir haben uns ja durch die ganzen Rätsel durchgekämpft, mehr oder weniger Rätsel, sag ich mal. Und da lang muss ich, ne? Ja. Wir gehen jetzt wieder zum Eingangsportal, weil wir haben, glaube ich, die Tür da oben geöffnet. Mir ist auch aufgefallen beim Speichern, dass ja, ich kein Gummischiff mehr habe. Was ja natürlich Sinn macht, aber das bedeutet dann, dass Donald und Goofy noch gemeiner sind als auf den ersten Blick sichtbar, weil die haben uns jetzt sozusagen in einer vollkommen unbekannten Welt gestrandet, also stranden lassen mit ganz vielen super starken Herzlosen. Wir haben nichts anderes als unser Holzschwert, um uns zu verteidigen, und keine Möglichkeit, hier irgendwie wieder weit zu kommen. Also wir wurden hier mehr oder weniger von Donald und Goofy zum Sterben zurückgelassen. Also vielen Dank. So, und jetzt mach mal den Gegner platt, weil sonst kann ich nicht das Ding benutzen. Ja, gut gemacht, Sora. Gut gemacht, ich. Hab ich gern gemacht für mich. So, ach man, warum ist denn schon wieder so im Eimer? Warum tun meine Blitzangriffe nicht so viel abziehen? Beast, hilf mir, wo bist du? Oh. Oh, Beast, ey. Warum musst du eigentlich gegen alles hier... Warte, ich hol dich da raus. Der rennt hier gegen jede einzelne Wand und jeden einzelnen Zaun. Ich hab's heute mal da mit meiner Sprache. Oh. Oh. Mach die platt, gut. Ich will eigentlich nur den hier platt machen, weil er kann was sehr schönes droppen. Wurf. Setz ruhig deine Feuerbälle ein, die kann ich abwehren. Mit meinem Holzschwert, aua, oder auch nicht. Ja, stell dich doch noch weiter vor mir, Biest. Autsch. Von hinten, du musst sie von hinten angreifen. Boah, Biest, du bist so breit. Ja, ich habe ihn gleich. Warte nur ab. Ich ziehe gar nichts ab bei dem. Also wunderschön tanzen. Sehr gut. Hat ja nur ewig und 2 Jahre gedauert. So, endlich rein da. Ich merke gerade, ich habe den letzten Part ja schon mal gespeichert. Und ich habe den Hollow Bacon genannt. Bin ich eigentlich vollkommen bescheuert. Aber wird natürlich geändert. Oh, purest of hearts, reveal to me the keyhole! Ernsthaft, die hätte nicht selber drauf kommen können, dass das vielleicht das Schlüsselloch ist. Ich meine, das war ein bisschen auffällig. Aber ich sag ja nichts mehr. Be on your guard. They're close, I can feel it. Are you ready for them? Ich habe nicht geantwortet.
ich bin total auf der Hut. Quit while you can. No, not without Kairi. Was haben wir dazu gemacht? Will destroy you. You're wrong, Riku. The darkness may destroy my body, but it can't touch my heart. My heart will stay with my friends. It'll never die. Really? Well, we'll just see about that. Ah! Sora ain't gonna go anywhere. You'd betray your king? Not on your life. But I'm not gonna betray Sora either, because he's become one of my best buddies after all we've been through together. See you later, Donald. Could you tell the king I'm really sorry? Hold on, Goofy. We'll tie him together. Well, you know, after all, and what for all? I guess you're stuck with us, Sora. Kommt jetzt nicht unbedingt mehr so überzeugend drüber, nachdem ihr uns verraten habt, aber okay. I know now I don't need the Keyblade. I've got a better weapon. Magie. Und das. Your heart? What good will that weak little thing do for you? Although my heart may be weak, it's not alone. It's grown with each new experience, and it's found a home with all the friends I've made. I've become part of their heart, just as they've become a part of mine. And if they think of me now and then, if they don't forget me, then our hearts will be one. I don't need a weapon. My friends are my power. Von diesen Reden habe ich noch nie leiden können in Kingdom Hearts. Das Schützenschwert kann sich auch nicht entschleunigen. Ist auch eine kleine Schlampe, oder? Oder Nutte, sag ich mal. Womit immer mit dem herum, der den größten hat. Also hat größte Herz. Oder was? Muss ich mich wieder daran gewöhnen, dass ich verdreißen kann. Selbst so stehen. Ja, nicht gut. Wie hast du irgendwie mehr AP bekommen, als ich nicht hingeguckt habe? Kommt mir irgendwie so viel vor. Bams. Ah. Kann einfach nur wie ein Blöder eigentlich draufhauen. Wupp. Doch du mal mit dem Holzschwert zu kämpfen. Weißt du eigentlich, wie beschissen alles? Au. Oh Mann. Ja, wir überpowern dich ein bisschen, Riku, kann das sein? Zip. Jetzt komm hier hoch. War ein bisschen stylischer. Wir müssen beide lernen zu treffen, oder? Mann, lass dich treffen. Oh, schmeiß dich hier runter. Oh Mann. Mann, ich treff den nicht mehr. Das macht mir eigentlich hier voll schwieriger. Ich will den Kampf nur so stylisch wie möglich machen. Da geht mein MP, sehe ich gerade. Oh Mann. Nein, komm doch mal her. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber, sehr gut. Hahaha. Und ich hau hier noch einen mit dem Schild über. Sehr schön. So, your heart won this battle. Und mein Schlüsselschwert.
Die weiße Triotech erlernt. Das machen wir doch jetzt mal ganz kurz. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück und holen uns die weiße Triotech da unten. So, AP habe ich bekommen. Was haben wir denn noch alles hier? XP Zero, natürlich. Betäubungsschlag, Schammer, Berserker. Eigentlich nichts Besonderes hier eigentlich. Ja, Berserker. Und... Also nicht den hier. Muss jetzt nicht. So, habt ihr irgendwas Neues gelernt, als ihr weg wart? Wahrscheinlich nicht. Ich will immer noch MP-Spender lernen. So, wir nehmen mal die beiden. Gehen kurz die Dinge zu holen, die weiße Triotech. Boah. Die fallen natürlich wieder volle Möhre darunter. Ich glaube, so kommt man auch dahin, oder? Ich hoffe es doch. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht da unten hin. Wo der Kanal ist. Leck mich. Aber er ist auch eine Triotech, die können wir auch noch holen. Oh, hi. Wäre sehr gut, wenn ich euch erledigen könnte. Solch technisch kommen wir, glaube ich, sowieso nicht mehr in den Part sehr viel weiter. Alter, macht der viel Schaden. Weißt du was, ihr könnt mich mal. Tschüss. Wollen wir uns erst den blauen Triotech. Und dann holen wir uns den weißen. Müsste, glaube ich, der letzte oder vorletzte blaue Triotech sein. Wenn ich mich nicht irre. So, ihr müsst mich mal wieder voll heilen. Wups. Ich habe gesagt, wups. Und Goofy, ich flieg da einfach so rein. Hui. So, jetzt müsste doch eigentlich im Kerker ein Speicherpunkt sein, oder? Oder bilde ich mir nur ein? Oh, hi. Na? Maximum LP, sehr gut. Ne, die 4 Erfahrungspunkte. Nach wegen dem Erfahrungsring, den ich habe, ne? Lass mal schauen. Buff. Hütte, Alten. Okay, ist ein blauer Triotech, ist klar, dass wir nicht so viel geile Sachen bekommen. Was hier mit überhaupt? Da kommen wir doch auch irgendwie hin. Wahrscheinlich erst später, egal. Wichtigste ist, dass Donut schon mal Lebenspunkte hinzubekommen hat. Warum das jetzt so wichtig ist, keine Ahnung. Wir am liebsten oft gegen die Defenders und diese Magier kämpfen, weil die hinterlassen etwas sehr, sehr Schönes. Wäre nicht verkehrt, wenn wir die ein paar Mal erledigen. Du mich auch. Wow. Ich hab das Ding mit dem Holzschwert abgewehrt. Denkst du, ich kann halt nicht so abwehren? Ein Schlüsselschwert. Hilfe! Was zum. Oh Mann. Oh Mann. Er ist schon immer so nervig. Gegen die kann ich, glaube ich, keine Magie einsetzen, weil die sind gegen. Aua. Alter, kriege ich ja viel Schaden. Weil die sind. Die absorbieren, glaube ich, alles oder sind gegen alles immun. Ich will den ein. Das Spiel hat es irgendwie so mit deinen Anvisieren, oder? Alter. Oh mein Gott. Nicht noch einer? Und noch drei. Egal. Das muss ich sowieso erlegen, sonst komme ich ja nicht hier hoch. Oh Mann. Ich kriege aber derbe viel Schaden hier. Meine etwas delayte Reaktion habe ich so gefühlt.
Er ist schon aufgeregt, so. Manche Leute sagen auch irgendwie, ich habe keine Ahnung bei meinen Videos, dass meine Reaktion irgendwie etwas asynchron ist. Also weiß ich nicht. Bei Splatoon hat man das, glaube ich, ein bisschen gemerkt. Ich habe einen Typen abgeschossen, habe so gesagt, yes. So ungefähr eine Sekunde irgendwie später. Da meinten einige Leute, dass das Video irgendwie ein bisschen asynchron ist, um so ein paar Sekunden. Und nein. Das liegt ehrlich gesagt wirklich daran, dass ich so eine schneckenlangsame Reaktion habe. So, wir haben den weißen Trio-Tech. Bitte sei was Gutes. Normalerweise sind in denen gute Sachen drin. Bloch. Ich habe hier schon einen Blitzgargummi bekommen. Vor allem. Ich glaube, jede Welt hat einen weißen Trio-Tech. Also gut wie jede Welt. Normalerweise sind die Sachen ja gut. Vor allem, ich habe irgendwie so 5 Blitzgargummis, als ich mein Gummischiff gebaut hatte. Und wofür braucht man so viele? Ich weiß nicht, ob es hier im Kingdom Hearts 1 schon so ein Limit gibt, wie viele Gummisteine man an seinem Gummischiff haben konnte oder so. Aber wozu braucht man bitte schon 5 Waffengummis? Also 5 ja, Blitzgargummis. Er bringt es irgendwie nicht so. Ist da nicht mal eine Truhe eigentlich? Nein, okay. Da kommen wir, glaube ich, später. 4 Aushöhlungen sind zu sehen. Das Herzlosen-Emblem sieht übrigens so aus. Hey, sehr schön. Okay. Gehen wir in die Bibliothek. Karma, Band 8. Karma. Die Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Hier ist das. Hier ist die K-Reihe. Okay. Lass mal wieder faul hier hinsetzen. So, und dann haben wir hier noch was. Drehen wir da mal. Oh, Truhe. Oh, nicht. Oh, Truhe. Oh, Truhe. Oh, Truhe. Ja, auch nichts. So, und das hier ist, glaube ich, ein bisschen glücksabhängig. Hat, glaube ich, irgendwie nichts damit zu tun, wie oft man das Ding dreht oder so. Weil, keine Ahnung. Ich glaube, das ist echt nur Glück. Weil wir scheinen anscheinend immer genau gleich zu reden, weil wir kommen immer die Kammer direkt vor der Truhe. So. Elixier, sehr schön. So, und hier ist das Gebiet, wo wir von Kairi geträumt haben, als sie mit ihrer Oma gesprochen hat. Wir erinnern uns zurück, ne? So, jetzt wieder so ein Teil. Und drehe er sich. Ja, schon wieder. Sehr gut. Und boom. Vidriel. Da haben wir noch ein Buch. Sons Opus erhalten. Und die haben einen grünen Triotisch, aber ich glaube, wir können nicht mehr als ein Buch tragen. Oder? Doch, ne? Illis tot. Was ist das hier? Sons Opus, Band 6, ja. Tun wir das da rein. Berühren. Da möchte ich bei meiner Tür Aua haben. Wenn ich die aufschließe. Das wäre auch geil. Oder total nervtötend, keine Ahnung. So, das Buch sieht so aus, als könnte er da hinkommen. Zum Glück habe ich Goofy und Donald dabei. Helfet ihr mir, auf dass wir dieses Buch erreichen. Mit gemeinsamen Kräften, alle für einen und einer für alle, ihr wisst schon. Das, was ihr vorhin voll ignoriert habt. Asas Glück, Band 3.
Okay, das ist nicht das Richtige. Aber ich ruhe hier aufheben. Ultima Gummi schon wieder. Wofür braucht man so viele? Okay, dann drehen wir dies. Dass wir das richtige Ding in hier finden. Verdammter Dank. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Oh, Dreck. Ich schub's dich herunter, Goofy. Hab die Schnauze voll. Dich. Aber die Termin, das ist doch mal was Vernünftiges. Nehmen wir direkt. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Vitamin oder so, ne? Ich habe mir immer so vorgestellt, wie die Sora irgendwie so ein Zelt frisst. Weil so ein Zeltzeichen ist. Weil ist es wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss mal irgendwann mal die ganzen Techniken ja so zeigen. So, wo ist denn das letzte Buch? Ja, hier, man muss man hier so runterspringen. Das haben wir schon komplettiert. Da ist noch was Falsches. Ich glaube, Spinnen. Troll. Internet-Troll? Toll, Band 6. Tun wir das da rein. Ah. So, und jetzt macht dieses einzelne Ding hier sogar Sinn. Warum das hier so früher stand. Haben wir die eigentlich im Inventar, die Bücher? Ja. Sein Inhalt ist unbekannt. Dann lese doch, verdammt. So klar, dass unbekannt ist, wenn er es nicht liest. Fehlt denn hier noch was? Hier ist noch was. Also das Glück. Und jetzt kommen wir so da rein. Mein Gott, der Bibliothekar muss wahrscheinlich ausrasten, wenn er nächstes Mal hier hinkommt. What the heck is happened here? Nein, das glaube ich nicht richtig. Vielleicht haben wir noch ein Buch dann. Tod, wir sind hier in einem Disney-Spiel, hallo. Da kann es das Wort Tod nicht geben. So, ein Buch fehlt noch. Wo ist das nochmal? Das ist nicht in diesem Raum. Das Buch befindet sich nicht in diesem Raum. Oder auch doch. Druiden. Ich glaube, das war irgendwo anders. Da. Wieder immer noch eins. Druiden. Roger, Roger. Da fehlt noch eins. Für uns ja danach immer noch eins. Mein Gott, dann darfst du ja nie irgendwie hier ein Buch richtig geordnet reinstellen, ne? Und dann immer irgendwie was hier passiert in diesem Raum. Dann darfst du ja nichts hier ändern. Weißmagie, hey. Ob das wohl anspielt. Ich meine, dann darfst du die Bücher ja überhaupt nicht richtig sortieren. Wenn sie jedes Mal irgendwie so ein Regal oder so ändert. Magie Band 4. Da öffnet es sich wieder und Goofy kommt angeflogen. So, wir können jetzt hier noch ein paar Sachen machen, würde ich sagen. Dann machen wir halt schnell. So, hier haben wir Blitze. Und hier haben wir Kerzen, die zünden wir mal an. Weil warum nicht? Die müssen an sein. Hier ist ein Blitz. Ein Blitz ist eingraviert. Dann blitzen wir den mal. Ja. Zünden wir alle Kerzen an. Must incinerate all the candles. Ja, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, jedes einzelne Rätsel zu erklären. Weil, ja. Man sieht ja irgendwie, was ich hier mache.
Hier ist ein Triatösch. Armer Donald. Obwohl, er hat's verdient. Sehr schön. Dann machen wir mal die Krüge kaputt. Ich glaube, wir sind echt mehr Krüge, mehr Rätsel als in allen Werten kombiniert. Doch. So, dann gehen wir mal zurück und speichern. Habe jetzt mal alle Rätsel hier gelöst. Jetzt gehen wir erstmal hier zurück und chillen. Wir haben eine sehr Rätsel. Warte mal. War im Kronleuchter nicht nur irgendwas, oder? Ne, der sieht nur so um die Nöse aus. Gut, dann haben wir schon mal alle Rätsel hier erledigt. Und dann können wir ja den Part beenden. Und ich sage, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Und da war mein Stuhl, der wieder einen auf Fame-Hure machen will. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!